Okay, und dann hier die Kurve irgendwie zusammenbringen. Das heißt eigentlich, ne, Moment mal. Das ist jetzt für die Weichenplatzierung ein bisschen meh. Eigentlich wäre es gut, wenn die Weiche irgendwo hier so ist. Der Bauch ist aber gerade. Nicht ideal, nochmal neu machen. Also mit 1,5 runter. Oh, bis da. Und dann wird das Stück gerade. Und die Weiche hier. Das wäre dann Switch Left. Der hier. Nee, das wäre Switch Right. Sorry. Machen wir so. Jo, kommt hin. Das heißt, der ganze Schmal wieder weg hier. Also ich sehe das jetzt irgendwie als ersten Draft. Damit die Verbindung erstmal steht. Und dann kommt das Ganze schön bauen. Aber dann habe ich erstmal wie so eine Grundlage. So, wo fängt hier die Kurve an? Ach, hier ist gerade. Eigentlich könnte man hier auch nochmal wie so ein langgezogenes V machen, dass die Hauptstrecke eigentlich da weitergeht. Man kann aber da runterfahren und von da unten geht man nochmal rauf und kommt dann auch da wieder auf die Hauptstrecke. Wisst ihr, wie ich meine? Ich mach das erst. Na, wir machen erst mal die Hauptstrecke nach da unten rein. Und dann müssen wir hier abbiegen fürs Erste. Aber ich glaube, so ein langgezogenes V wäre gar nicht so schlecht. Halbstrecke. Einmal an Rons nehmen. Gott sei Dank ist das eine Funktion mit dem Ransnappen. Ganz am Anfang, wo das noch nicht ging, ohne den Splines, das war so mühsam. Da war ein Mini-Zwerg, der Held in der Not. Okay, cool, passt. Das heißt, wir haben eine Verbindung jetzt nach da unten. Das wäre mal Industrie 1 von 2. Das ist das jetzt zum Holzfäller rüber. Ja, ich glaube, ich werde für mich mal ein bisschen schön bauen dann. Dauert einfach ewig. So, keine Ahnung, 200. Und wir brauchen eine Steigung, das war ja klar. Ja, aber bei 1% reicht schon. Bleiben wir auf der Höhe. Ja, ich würde sagen, das passt. Und ab da geradeaus rüber. Ich meine, andererseits würde euch das interessieren, wenn ich mal so richtig hardcore schwimmbar mache, aber es dann halt wirklich ewig lang dauert und dann mal teilweise vielleicht in einer Stunde wenig Progress sieht, weil es ist halt immer wieder abreißen, neu aufbauen, abreißen, neu aufbauen, abreißen und so weiter, bis es dann gut aussieht. Da vergeht schon Zeit. Wir könnten da eigentlich wieder ein bisschen runterfahren. Andererseits, wie schaut hier die Geologie aus? Nee, wir müssen da runter. Zumindest ein bisschen.
Ich meine 0,5 runter. Ja, mach mal 1. Das scheint gut zu passen mit der 1. Ich glaube, hier machen wir wieder ein Steinsegment mit dem ganzen Wasser. Ich bin so ein kleiner Schwenk. Eine 300er Kurve. Ich würde sagen, bleiben wir mal gerade ab hier. Ah, stimmt, da haben wir ja das Wasser da hinten. Können wir vielleicht so eine Art Brückenkonstruktion probieren. So, ob hier. Was nimmt man denn da für eine Brücke? Wenn wir so eine Bridge 2 probieren, wie das aussieht, wenn die keine große Clearance hat. Lass da mal so rüber gehen. Ich glaube, eine Kurve wird noch geil aussehen. Wo kommst du da hin? Du kommst da hin. Stimmst du aber so bis hier hin? Macht es Sinn oder sieht es doof aus? Beziehungsweise, ich glaube, die andere Holzbrücke, die da, könnte ein bisschen besser aussehen. Ich weiß nicht. Finde ich jetzt gar nicht immer so doof vom Optischen. So im Sumpf. Dass das so eine Holzbefestigung ist. Gerade da, wo es ins Wasser so runtergeht. Was meint ihr? Kann man das so machen? Oder doch eher mit dem Steinfundament durchziehen? Also. Ich glaube, ich könnte jetzt damit leben. Ich glaube, ich lasse das für den Moment. Ja, da vorne ist Wasser. Ja, machen wir mit Stein weiter. So, ab hier gerade. Und dann raus aus dem ganzen Morast hier. Da vorne haben wir noch ein bisschen Wasser. Bis dahin machen wir dann mit den Steinen. Finito. Geil. Dann kann ich wieder ganz normal fahren. Oder auch nicht. Wir haben da eine leichte Steigung. Aber das kriegen wir hin. Wäre vielleicht eh schöner, wenn ich ein bisschen näher an den Bergen fahren würde, zumindest für die zukünftigen Strecken. Das wäre dann ein bisschen geiler für die Landschaft. Okay, mein Küken. Ist alles noch gleich hoch? Also, mit dem Radius weiter rein. Ich glaube, so können ganz gut sein. Machen wir das mal in kleineren Abschnitten. Oh, komm schon. Lass mich snappen. Dankeschön. Das Schöne ist, mit solchen Kurven kann man natürlich dann richtig geil heizen. Und ich sehe schon kommen, dass irgendwie im Schönbau, dass man dann, keine Ahnung, warte mal,
waren das, ja, also klar, erstmal so Häuser hier drin platzieren, aber was ich eigentlich meinte ist, ah, jedes Mal kriege ich doppelt Signal Ray, Crossing Yard, wo war denn das? Portrayal Church, Undertaker, wo war denn das? Gasten, oh, ja, glaub, das war's. Einfach so random solche Sachen abplatzieren. Klar, mit ein bisschen Deko. Aber dann ist die Strecke nicht so leer. Ah. Das wird super. Was nebendran eine Stahlvariante als Vergleich? Hm. Stahlvariante könnte ich auch mal machen. Wenn ich es gerade gelesen habe. Das mal abreißen. Stahl. Einfach zum gucken, wie es aussieht. Das macht ehrlich gesagt optisch keinen großen Unterschied. Unten ist dann halt dunkel. Lass ein bisschen mehr Kontrast auf das Schwarz hier rein. Aber oben des Bettes hat das gleiche. Ja, also das nimmt sich jetzt eigentlich nichts. Also ja, da braucht es ein bisschen mehr Masse, glaube ich, unten, damit man da wirklich was sieht. Ja, also einfach so ein kleiner Holzboden, der einfach da drüber geht, das befestigt ist. So, Highspeed-Strecke. Runter hier. Frage ist, wo bin ich jetzt eigentlich auf der Map? Oh ja, ich glaube hier noch ein bisschen geradeaus. Da braucht es dann auf jeden Fall noch so Ausweichstellen, wenn man da mit mehreren Loks unterwegs ist. Hätte ich fast vergessen, das einzusnappen. Ne, einmal gerade, dankeschön. Ist natürlich schon ein bisschen Planierwalzen-Style, so in der Mitte durchzufahren. Man kann natürlich das an der Wand hier so schön entlang fahren. Aber hey, wenn es gerade ist, dann kann man heizen. Und ich habe echt Glück, dass der Boden hier schön gleich eben ist. Wir haben da keine Steigung drin. Das heißt, die Züge dürfen schön schwer sein. Ein Nox. Was, mit mehreren Loks, wenn ich allein bin? Na na. Die Idee ist dann schon, dass die zukünftigen Livestreams mit anderen Leuten sind. Und es ist ja so, mit Railroads Only Extended kannst du ja dann die Loks kombinieren und dann hast du Doppeltraktion. Ich muss nur aufpassen, dass sie in die richtige Richtung schauen. Das ist eine echt lange gerade Strecke. Einfach mal die ganze Area hier durchpflügen, bzw. halbieren. Was ist denn jetzt das Lager? Irgendwo da links. Vielleicht schaue ich mal ganz kurz, wo es effektiv ist. Ach, da unten. Stimmt, da muss ich dann auch gleich nochmal schauen wegen der Ausrichtung. Dass wir uns dann da sauber treffen. Okay, also, liebe Leute, ich muss mal ganz kurz eine kleine Pause machen aus WC. Wir sehen uns in 5 Minuten wieder. Macht's bitte keinen Blödsinn. So, da bin ich wieder da. Okay, was ich mir jetzt überlegt habe, ist, wir machen zuerst mal hier wieder die Gleise, damit wir dann ungefähr die Richtungen haben. Das heißt, jetzt die Kunst, die Ausrichtung von der Industrie rauszufinden. Wir könnten... Na, das wird schon mal nicht passen. Wir gehen mal auf Grid 1. 5 Grad. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Schauen wir mal, wie das aussieht.
Das passt. Würde ich jetzt mal sagen, wir brauchen nur ein bisschen mehr Abstand. Eventuell so. Komm, lass mich das mit dem Platzieren. Ja, sehr gut. Kann man so machen. Ach ja, da hinten hat man ja diesen Knick hier drin. Jetzt ignoriere ich mal für den Moment. Das muss ich anders lösen. Wenn wir hier geradeaus weiterfahren, dann kommen wir hier auf den Hügel hin. Kommen aber vorbei. Und, hä? Mein Gleis hier. Was ist denn das jetzt? Okay. Ich ziehe das bewusst jetzt mal kurz hier raus. Einfach nur, damit ich dann den Kreuzungspunkt sehe. Für die Kurve. Das ist eigentlich voll die traurige Musik. So, cool. Damit kann ich den Kreuzungspunkt ausfinden. Wir machen jetzt hier weiter. Mal schauen, wie sieht es denn aus, wenn wir Radius 100 machen? Das ist sogar zu viel. Mal schauen, 300, das ist ein sehr großzügiger Radius. Er ist zu viel. Keine Ahnung, machen wir mal 250. Auch zu viel. Warte mal, ist hier schon eine Kurve drin? Ja. 250. Machen wir mal 220. Das sieht besser aus. Es reicht nicht ganz. Das machen wir 215. Oh, das wird so ein Fest dann hier mit langen Zügen zu fahren. Also, das ist too much. 215. Man kann natürlich... Ja, enger werdende Kurven sind böse. Das machen wir nicht. Aber das ist jetzt so ein krasser Unterschied war. Dann mache ich einfach 218. Gib's doch nicht.
Okay. 2,19. Und dann muss ich mit 2,19 ein bisschen rumtricksen. Also eins rauf. Okay, dann werden wir mit 2,19. Wo hört's auf? Hier. Dann werden wir hier das generieren lassen. Mal schauen, wo kommen sie ungefähr zusammen? Da, bei dem Stein. Okay. Das heißt, hier machen wir eine Markierung hin. Und ich weiß, wie weit ich das Gleis hier ziehen muss. So, du Kollege, bitte gerade. Dankeschön. So, also kurz hinter der Markierung. Und jetzt, liebes Spiel, tun wir das bitte richtig schön sauber verbinden. Ah, oh, das sieht doch geil aus. Ja. Also, dass zum Schluss der Winkel ganz leicht anders ist. Ich meine, das ist so ein Grad Unterschied. Das merkt man nicht. Sehr nice. Weg mit dem Stein da. Moin, Sebastian. Kriege ich das weg? Nö. Cool, 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 cool. Diese Posten weg. Dann müssen wir eigentlich. Ne, wir müssen eigentlich erstmal auf. Ne, doch, wir müssen erstmal auf die Seite da. So. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann war es hier. Eine recht enge Kurve. 80. Geht sich sogar aus. Mal schauen. Wir haben hier. Ne, Moment mal. Wenn ich da zweigleisig das machen will und eine Kurve gleichzeitig haben will, dann brauche ich für das zweite Gleis einen Referenzpunkt. Und der war da. Von der Länge her. Vom Abstand her geht es, wenn du dann so bist. Das geht. Okay, also da bauen wir hier mal die Ausweiche rein. Oh, bitte schön gerade. Danke. Ich würde mal sagen, die Länge. Dann hätte ich jetzt gern Switch Right. Und mir ist jetzt schon klar, dass da vorne der Abstand nicht passt. Ich mache den Abstand nach der Weiche da, aber ich habe trotzdem erstmal eine Referenz da vorne, damit ich die Kurven genau gleich machen kann. Es passt nicht. Und, mal warte mal, ich kann den Grid Size ändern. Okay, dann sind wir soweit parallel. Plus wieder so ein paar Zentimeter. Weiß, was auch das genehmigt. Nice. Das passt auch.
Also, wir machen jetzt hier eine parallele Kurve. Desgleis, Desgleis, eine Weiche und ein Stumpfgleis da hinten, damit man hier umsetzen kann. Das heißt, wir müssen jetzt auch die Länge jetzt merken. Wir machen hier. Und wir schauen 100. Vom Radius her, wie sieht es aus? Viel zu viel. 80. auf 30 Meter. Okay, dann machen wir den gleichen Spaß hier. 200 auf 30 Meter. Aber Moment mal, die Rechnung geht doch gar nicht auf. Weil natürlich die innere Strecke kürzer ist als die äußere. Ja, Logik. Macht nichts. Damit kann ich leben. Wir fahren hier geradeaus. Ich würde sagen, bis dahin. Weiche. Das wäre Weiche links. Ich gern so. Einmal umdrehen, bitte. Da wurde was gemacht. Sakolein, ist es ein Sponsor? Ja, Wahnsinn. Vielen lieben Dank. Jetzt muss ich mal schauen. Kann ich jetzt schummeln und den hier machen? Das ist doch nicht ganz perfekt, aber wie sieht's aus? Ah, diese Bäume müssen weg. Jetzt gibt's ja auch neu diese Mini-Bäume da. Hallo, lass mich weg. Es wird garantiert passieren, dass ich einen von diesen Mini-Dingen übersehe und dann entgleise. Wegen so einem Mini-Baum da. Okay, wenn man es jetzt mal von der Seite her sieht. Bäume verschwindet mal. Die Kurve ist bei beiden gleich. Baum verschwinde. Habe ich den nicht abkulst? So, jetzt. Gehen beide gleich und dann haben wir hier ein kurzes Stück gerade. Kurve auf Kurve ist einfach immer böse und geht dann da vorne zusammen. Ich glaube, das kann man so lassen. Ich meine, hier würde ich jetzt nicht mit Fullspeed reinfahren, aber Abgleis ist ja eh das hier. Und das einfach zum Umsetzen oder temporär mal was zum Abstellen. So, dann ziehen wir jetzt hier noch ein bisschen raus. Wird man Platz haben für die Lokomotiven. Wenn wir sagen, das reicht. Und für die Optik noch den Ballast hier. Und Bamba, rein damit. Ist ein bisschen zu weit. Machen wir so eine Markierung, sprich bis dahin, plus minus. Du musst weg, sorry. Oh, bis dahin geht die Markierung, machen wir das Ganze nochmal. Ja, perfekt. Oh, ich liebe diese Props. Zum Markieren sind die mega geil. Gut. Hätten wir das. Dann bräuchten wir jetzt eigentlich nur noch die andere Seite. Und da hinten ist ja... Ach nee, das habe ich umgesetzt. Oder geht es dann später weiter zur Kohlemine? Das heißt, wir brauchen da noch eine andere Mainline da hinten. So, aber dann zweigleisig, glaube ich, bauen. Zumindest so ein Stück weit. Ah, jetzt habe ich mir die Ausrichtung natürlich nicht gemerkt.
Ich brauche doch 100. Was war denn das jetzt? Moment mal. Jetzt ein Knick drin. Warum ist da ein Knick drin? Skandal! Das muss ja gerade sein. Warum ist da ein Knick drin? Ich war ziemlich sicher, dass da vorher kein Knick drin war. Gut. Improvisieren. Das sieht falsch aus. So, mal so vielleicht. Stückchen näher dran, aber ich glaube, die Richtung an sich wird passen. Bin ich jetzt gerade wieder zu nah dran? Also ich bin da schlimm. Aber es muss einfach passen. Sonst bin ich unhappy. Alles mit dem, wo ich jetzt unzufrieden bin, mache ich dann später eh wieder neu. In meiner Schwimmbauphase. Nee, immer noch ein bisschen mehr. Boah, ist der Spiel wieder das Lied vom Tod? Jetzt ist gut. Ja doch, ich glaube, das ist Spielbild, das Lied vom Tod. Schöner Film übrigens. Wir machen noch ein Stückchen gerade. Ich glaube, hier brauchen wir hier eine Ausweiche. Ja gut, wenn ich jetzt da unten schon gemacht habe, dann kann ich es auch da machen. Da muss sie, wobei, warte mal. Von dem braucht man aber der Schmelzhütte ja doch einiges. Die Schmelzhütte ist extrem weit weg. Okay, das Gleis machen wir länger. Ja, ich glaube, das reicht. Wir brauchen Switch. Left. Einmal umdrehen. Und switch right. Einmal von da, bitteschön. Moment, welchen Abstand habe ich jetzt hier genommen? Den hier. Okay. Nehmen wir sie. Ich würde mal sagen, so bis dahin. Und hier hinten würde ich erstmal offen lassen. Eventuell mit der Kurve da hinten, weil wir dann zur Holzmine und so fahren. Dann wenn man ja dann eine zur Holzmine, zur Schmelzhütte. Dann werden wir ja hier reinfahren und dann wieder rausfahren und hier halt einmal umsetzen. Aber ich glaube, das passt von der Länge her. Ich weiß, das ist jetzt nicht gerade super akkurat, was ich da mache. Muss es aber auch nicht sein. Muss ich mal überlegen, das wäre dann Switch Right. Ah, ich hasse, wenn die Weiche das macht.
Kannst du wieder nicht platzieren, dann musst du wieder hier die Sachen entfernen. Okay, doch mal. Ernst jetzt? Ich will nicht. Also manchmal würde ich gerne schreien. Ich liebe es. So, kriegen wir es jetzt mal hin, dass ich das platziere. Gut. Und dann switch left auf den da, glaube ich, müsste sein. Den poste es. Ja, auf ihn. Bis zum nächsten Mal. Mach keinen Unfug. Schön warst du da. Cedre. Haben wir den perfekten Abstand hier. Und das lassen wir jetzt automatisch machen. Eigentlich wäre das noch ganz cool, wenn man solche Sachen schon irgendwie im Set platzieren kann. Dass das Gleis so rausgeht und genau bündig abschneidet mit dem anderen und dass man dann so rausfahren kann. Das wäre ein Träumchen. So, damit hier kein Unfug passiert, werden wir erstmal provisorisch hier gerade rausfahren. So, das Gleis ist dann Work in Progress, da geht es dann hinter rauf auf den Berg. Eventuell. Oder es geht da zum Hauptgleis dann rein, wenn ich dann das da oben mache. Werden wir sehen. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt die beiden Industrien angeschlossen haben, mache ich jetzt erstmal keinen Schwimmbau. Ich glaube, das mache ich dann für mich. Wenn wir erstmal die Lok anfeuern und die Strecke mal abfahren. Und dabei meine ganzen Bäume hier wegmachen. Oh, hab ich einen vergessen. Der fliegt. Ach so. Das Ding da muss noch irgendwie da rein. Ja, machen wir später. Jetzt würde ich erstmal mal eine Lok hier fahren. Zwei Stunden einmal rumbasteln und nicht einmal eine Lok fahren, das geht ja gar nicht. Geht ja alles verbinden, ja, mache ich ja noch. Jetzt will ich mal eine Lok fahren, vor allem die. Vor allem diese fliegenden Bäume da bewundern. Ich hätte gerne noch so ein Telegrafen-Office erstmal hier. Ich tue den erstmal provisorisch hier platzieren. Und so hier am Spawnpoint. Gut, ich werde das mal hier ablaufen. Sogar das ist ein Hindernis. Bist du ein Hindernis? Ah, anscheinend nicht. Aber da ist ein Stein. Ja, ganz hohe Chancen, dass ich da mal eingleise. Das ist so gemein, dass es jetzt so kleine Dinger gibt. Oder halt nicht weißt, okay, ist das jetzt ein Kollisionsding oder nicht? Das ist schon mal nicht. Also hier hätte ich gern ein paar mehr Bäume. Oder, wenn ich jetzt schon die Bäume nicht platzieren kann, wäre das eigentlich in Location für so einen kleinen Zwischenhalt hier, für so ein kleines Dorf.
Ist eigentlich gar keine doofe Idee, hier so ein Dorf hinzuplatzieren in der Kurve. Haben wir vielleicht einen zweiten Gleis oder so und einen kleinen Bahnhof. Oder was meint ihr? Dann ist die Leere da ein bisschen gefüllt, wenn wir hier ein kleines Dorf hier hinpflastern. Ich mag die Idee. Ja, das ist hier alles ohne Hindernis. Du kommst weg. Ich könnte natürlich auch schon mal die Weichen gerade richtig legen. Ich glaube, da kann ich drüber düsen. Der kommt noch weg. Ach ja, liebe Leute. Ich brauche noch einen Namen für diese Stadt da hinten. Ideen bitte gerne in den Chat. Und dann kommt ihr dann so eine Tafel hin, wie die kleine Stadt hier hinten heißt. Da haben wir ja hier zeigen Text. Da kann ich ja irgendeinen Text eingeben. Und entsprechend hätte ich dann gern das Schild so platziert. So, eine Lokomotive. Müssen wir erstmal einheizen. Ein City. Hallo? So, komm rein da. 60. Ja, passt. Södele. Wir werden mal die Wagen hier nehmen. Und weil ich jetzt gerade ein bisschen faul bin. Machen wir die mal kurz darüber. Rebail. Na komm. Sehr gut. Einmal da rein. Sag mal, waren die angezogen? Ja, die waren angezogen. Ja, einmal da rein. Also ich sehe jetzt nur Lion City als Vorschlag, sonst mache ich das rein. Wie schauen wir denn aus? Da passt alles. Ja, gut. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch warten, bis sie warm ist. Dort werde ich erstmal das Schild platzieren. Fürs Erste. Props. Nein, City. Cool. Ich würde sagen, so. Es wäre doch irgendwie schön, wenn man die Props auch irgendwie in den Boden versenken könnte. That wäre nice. '77, '78. Lauft. Gleich ist soweit. Beziehungsweise dann müssen wir erstmal warten, bis der Boilerdruck oben ist. Ja, den Song kenne ich. Das ist doch The Last of Us. Also ziemlich sicher. Wir haben ein bisschen Druck. Gehen wir ein bisschen nach hinten. Nice. Dann wären wir drin. Sehr gut. Ah, dieses Clown-Geräusch, das ist auch irgendwie neu.
und auch das dessen Geräusch macht. Gut, liebe Leute, wir sind bereit zur Abfahrt. Wir sind fast bereit. Hätte man da das Licht drin. Und das war's. Wir machen jetzt mal einen kleinen Lautstärketest. Ich werde mal die Pfeife abgehen lassen. Und ihr sagt mir, ob die Pfeife zu laut ist oder zu leise. Ich habe es eigentlich eh schon krass runtergeregelt. Aber ich hoffe, es geht. Wir machen den Test. Ich hoffe, ihr habt die Ohren noch. Ja, Glocke ab. Und los geht's. Die erste Ausfahrt aus Lion City. Lautstärke passt. Sehr gut. Ja, dann hätten wir unsere Höchstgeschwindigkeit damit auch schon erreicht. Ja, ich halt nicht sehr schnell. Oder wie zieht sie? Das könnte jetzt ein bisschen dauern, bis wir da sind. Moment. Ach, scheiße. Da war ja was. Tja. ja. Fahrweg prüfen, ne? Geh ich darauf? Dankeschön. Das war ja so klar. Das musste passieren. Oh, da ist nichts drin. Da habe ich es gemacht. Bist du hier noch drin? Nö. Oh, was weiß ich, machst du mal hier rein. Gut, dann nochmal ankuppeln. Doppelt hält besser. Aber vielleicht rückwärts fahren, das wird helfen. Das wird nicht das letzte Mal sein, Story. Superheld. Hab's gleich zweimal falsch gestellt. Oh Mann. Wattenheld. Sollte man bauen. Moment mal. Du zeigst noch links und fährst noch rechts. Okay. Okay. Ich meine, irgendwo... Ach ne, so ist. Was ich ganz vergessen habe. Ja, klein müde noch ein bisschen. Sehr gut. Dann kann sie jetzt endlich losgehen. So, drei. Sieht irgendwie falsch aus, wenn es da ist, aber die Zylinder sind da. Hochstehend.
meine, schneller ist man nicht, aber sie zieht wenigstens mehr als die Betsy. Die Betsy ist dann doch ein bisschen recht schneller mit Anschlag. Andererseits, jetzt wo wir hier auf der Flachebene sind, wäre die Betsy natürlich die bessere Wahl gewesen. Zumindest am Anfang zum Geld verdienen. Wir könnten natürlich mal schauen. Hier hinter ist nicht so laut. Ne, Betsy. Was kosten die eigentlich? Ne? Ach ja, übrigens. Der ist ja auch neu. Wisst ihr, was geil ist? Wir haben diese Kupplungen da. Und wer jetzt glaubt, dass die Kupplungen auch funktionieren, der liegt falsch. Du musst da trotzdem den Ring reinmachen und den Stift runter. Details. So viel mal zu dem. Aber ich wollte ja zu Betsy. Da. 1900. Ich hab. 1250. Cheaten ist nicht. Ja, dann werde ich noch ein bisschen Spaß mit der da haben. Aber ich glaube, meine Strategie wird sein, einen Haufen Wagen hier hinten ran zu machen. Und so mal ein bisschen Geld zu machen. Aber jetzt kann man natürlich den hier machen. Aber so ein bisschen schneller dürfte sie schon kommen. Hätte ich jetzt nichts dagegen. Außer, was meint ihr? Jetzt einfach nur zur... Na, ich glaube, ich krieg nicht. Weil meine Idee wäre gewesen, dass wir jetzt einfach nur für die Testfahrt uns schnell eine Lok ercheaten, mit der Fahrt, damit es schneller geht, und sich dann wieder löschen. Nur so als Gedankengang. Ich glaube, da brauchen wir jetzt mal eine Stunde, bis wir da hinten angekommen sind. Ist nicht fürs gerade fahren gedacht. Allgemeine schwere Testlok. Ja, wisst ihr was? Dann machen wir das. Ich wollte mir nur für die Testfahrt eine schwere Lok. Das heißt, wir werden mal mit unserer Lok da kurz da reinfahren. Und wir löschen die dann auch wieder. Wenn, dann muss ich mal schon wirklich erkaufen, damit ich produktiv rumfahren will. So, das heißt, wir bleiben mal hier stehen. Tun die da mal abkugeln. So, und Bremse rein. Wäre vielleicht nicht schlecht. Wird eine vorläufige Parkposition. So, dann gucken wir mal. Was nutzt man denn für die Testfahrt? Irgendwas zukunftsorientiertes. In Moskau. Oder wenn einmal die schwerste. Das wäre die da. Das wäre 7500. Tier 7. Kann ich mir die überhaupt kaufen? Also ja, wegen, also ich meine jetzt wegen einem Level. 7500. Okay. Dann muss ich mal ganz kurz ins Cheat-Menü gehen. Seht ihr jetzt gerade nicht. So.
Railroads on an extended. Kannst du mal bitte hochkommen? Dankeschön. Meine Wenigkeit. So. Hat sich das jetzt verändert? Nö, natürlich nicht. Mal 7500 waren es doch jetzt. War nochmal 50 hier. Sehr gut. Lokomotiven. Also ich gebe mal dann wieder den Betrag von vorher. Den ich gelöscht habe. 7500, so den lassen wir mal Standard. Checkt hier. Gut. Da tun wir es mal hochleveln. Das Level ist das einzige, was ich jetzt. Was jetzt eh egal ist. So. Level 8. So, geht doch. Also. Stärkste Lokomotive. Das stärkste, die neueste da. Die da. Order. Nice. Da kam gerade ein Alert rein, den ich jetzt leider nicht gesehen habe. Ist der Freight Depot. Da ist sie. Ja, nicht gerade die schönste Lok. Ja, und na klar, der Tender ist nicht dran. Bist du heiß? Nein, bist du nicht. Ach, stimmt ja. Coole. Für das müssen wir uns ja auch noch vorbereiten. Ja, kannst du mal bitte? Dankeschön. F 100%. Ja, nicht ganz, aber das reicht für die Testfahrt. Okay, dann müssen wir uns jetzt mal ein bisschen gedulden. Jetzt schaue ich mal währenddessen auf den Alert, der da gekommen ist. Oh, wenn er nochmal das Ding mitmachen wird. Ach, ein Sam! Heinz Jürgen! Dankeschön! Lichter kann man schon mal anmachen. Dankeschön. Ich weiß nicht, braucht ein bisschen mehr Verzierung oder andere Farbe, aber so komplett schwarz. Ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Klar kommt es auch ein bisschen anders, wenn da eine Beschriftung mit drauf ist. Haben wir jetzt ja nicht gemacht. Ah, und was wir noch tun müssen ist. Ich hoffe, das geht da mit dem Kuhfinger. Weil die werden wir jetzt anschieben müssen. So, ach. Ich hätte gerne die Steuerung von der Lok. Dankeschön. 42. Ja, ich freue mich dann schon aufs Schwimmbauen. Entlang der Strecke. Aber ich werde garantiert nochmal so die Passagen ein bisschen überarbeiten. Teilweise. Und mir ein bisschen Gedanken machen. Aber ich glaube, für heute strengt es ein bisschen den Rahmen. Komm rauf auf die 100. Wenn man denkt, dass man den echt da doch ein bisschen länger brauchen würde, um mal spontan den Look anzumachen. Yes! 100! Hab schon reicht. Jo. Nur noch schaffen. Ja, geil, wir sind dran. Nee. Ich wollte eigentlich das da. Hallo. Nice, da werden wir weitestgehend bereit für Abfahrt.
wie klingst denn du? Das hat was. Gut, Abmarsch. Ganzen anderen Bugs und so weiter gefixt haben, dann wäre es irgendwie schön, wenn die Sachen ein bisschen ihren eigenen Sound hätten. Dann flog es, abgesehen von der Pfeife, ging einfach alle zu weich. Ah, da war ein schneller Kollege hier. Warte, das ist wiederholen, wenn man schnell ist und oben am Ende geht eigentlich schön. Södre, unsere Wagen. Die nehmen wir jetzt gerade mal mit. Jetzt bist du leiser als die Lok viel zu laut. ich mach das dann gleich leiser. So, da sind wir drin. Und jetzt würde ich sagen, Vollgas-Test. Wenn ich das mache, werde ich die Lok leiser machen. Ich hoffe, das geht jetzt auf einer Lautstärke, aber die Lok ist einfach echt brutal laut. Stell's aber ein bisschen weiter runter. Ich muss da grundsätzlich die SFX-Einstellungen ein bisschen anpassen von Ravers Online. Ich glaube, an der Stelle werde ich vielleicht auch noch so einen Zaun oder so etwas hinmachen. Nein, so als Abgrenzung. Oder ich verleg's doch, dass wir hier draußen drüber fahren. Ich weiß es noch nicht. Ja. Passt mal sehr gut mit Fullspeed. Also generell, je sauberer du die Strecken machst, umso mehr Spaß hast du später dann beim Fahren. Vor allem dann mit Geschwindigkeit, wenn du dann eine schöne Kurven hast, kannst du da schön durchheizen. Klar wird dann beim Berg dann nicht so möglich sein, aber hier unten, schönes Highspeed-Netz. Also dann so in keine Ahnung, 20, 30 Folgen, wenn wir dann hier ein paar Städte haben und so, schöner Personenverkehr mit Güter gemischt. Das stelle ich mir schon noch cool vor. Haben wir vielleicht einen dedizierten Fahrdienstleiter, der quasi für sich das Extended drin hat und dann die Weichen entsprechend legt und dann die Freigaben erteilt. Ah, Leute, das wird doch super werden. Da haben wir ja gut Platz. Ah, und nicht in Gleis. Also, bis auf den Anfang, aber das ist die Strecke in die Schulter. Ja, das war schon mein Fehler.
Södele, wir haben es geschafft. Dann können wir jetzt noch mal kurz schauen, ob es beladen auch funktioniert, aber das sollte ja eigentlich. Wir sind jetzt noch nicht so weit weg. Ja, mach mal. Mach mal. Ja, das ist doch ein Träumchen. Sehr geil. Ach stimmt ja, die machen das ja jetzt automatisch. Oh, Quality of Life Improvement. Ja, coole Sache, coole Sache. Also mein nächster Task wird sein zum nächsten Livestream. Den werde ich sehr wahrscheinlich am Freitag jetzt machen, weil Rebels Online will ich jetzt ein bisschen Gas geben. Weil ich zwischendrin noch ein bisschen schön bauen für mich. Und ich zeige euch dann am Freitag, wie die Strecke dann soweit aussieht, nach dem schönen Bau. Und dann machen wir weiter, aber dann im Multiplayer. Und dann, glaube ich, sollte auch das Bauen ein bisschen schneller gehen. Aber da brauche ich dann auch Baumeister, die schön bauen. Also nicht irgendwie hinklatschen. Muss gut aussehen und auch vollziehbar. Und für heute ist dann auch erstmal Schluss. Ich hoffe, das hat euch gefallen. War mal schön, mal wieder live zu sein. Vor allem mit Railroads Online. Und bin gespannt, was das Team von Railroads Online jetzt noch an Updates rausbringt und auch wirklich jetzt aus Feedback eingeht, so wie sie sagen. Und was wir noch damit alles anstellen werden. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Nacht. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Baubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.